Ja, weiter geht es mit Let's Play Grim Dawn. Wir stehen hier wieder in der Nekropolis und wir gehen direkt in den Innenbereich, denn wir haben beim letzten Mal oder in der letzten Folge die Blutwagen zerstört. Das heißt, dass das chthonische Siegel, was diesen Eingang hier versperrt hat, Geschichte ist. Und wir werden wieder hinabsteigen. Wir waren ja in der letzten Folge kurz hier drin und haben uns ein wenig umgeschaut. Allerdings ist hier nur Tod und Verderb und jede Menge eklige Viecher, denen wir hoffentlich trotzen können. Ich bezweifle es fast. Guck mal, was die hier runterhauen. Das ist abnormal. Und das wird sich jetzt hier durchziehen. Huch. Ja, Faltensturzflug ist zufällig Level 13 geworden. Wir sammeln das mal auf. Und da fällt mir gerade ein, ich habe den Hinweis bekommen, ich solle doch bitte die gelben Items ausschalten. Jetzt habe ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe zwar einen Kommentar darunter geschrieben, dass ich das tun könnte. Allerdings haben wir hier natürlich die Chance, unsere Resistenz noch ein wenig zu erhöhen, indem wir noch jede Menge andere Sachen finden. Deswegen weiß ich nicht. Herr Chaos Schaden, das ist doof. Wir brauchen natürlich Chaos Resistenz. Chaos Widerstand. Hier, wo haben wir den? Hier. Nur 15% haben wir und ich bin der Meinung, dass diese Viecher hier unten, das sieht zumindest ganz stark danach aus, Chaos-Schaden machen. Das ist überhaupt nicht lustig, kann ich euch sagen. Deswegen, ihr habt ja gesehen, wie die uns zerreißen können. Ich werde das deswegen nochmal so lassen, wie es ist. In der Hoffnung, dass wir was Besseres finden. Gerade auch, wenn wir das Add-on anfangen, beziehungsweise in die Gebiete der Erweiterung kommen. Dann nimmst du das auf, jawohl. So, hier haben wir wieder, die sind total eklig, diese Vorboten, die machen so einen Schaden. Hier, weg mit dir, du Mistvieh. So, hier, halten wir uns ein bisschen hoch. Weil wenn ich jetzt nur die grünen und die blauen Sachen aufhebe, ich glaube, wir verpassen eine Menge Resistenzen, gerade hier auch Ringe und so weiter. So, tot. Ihr bitte auch, jawohl, einzeln. Ach schade, im Schrein kann man nichts machen. Wie gesagt, ihr könnt gerne eure Meinung nochmal in die Kommentare oder in den Kommentaren äußern. Ja, ob ich das jetzt ausschalten soll, ich meine, ja klar, wir müssen ein bisschen mehr an die Oberfläche zum Verkaufen. Aber ich weiß nicht, jetzt sind wir eh schon gut dabei. Pass auf, ich werde das diese Woche nochmal beibehalten und gucken, wie sich das hier entwickelt. So, jetzt aber erstmal hier wieder zurück zum Kampfgeschehen. So, weg mit dir. Ja, super, die haben natürlich nichts fallen lassen, diese Mistviecher. Da ist noch so ein kleiner Schlingel. Ein Fanatiker. So. Zumal ich ja auch blöderweise meine ganzen Eisenstücke... Ach, du hast noch so ein Freak. Meine ganzen Eisenstücke unnützerweise in die... ja, in die Taschen gesteckt habe, die ich eigentlich jetzt gar nicht mehr so wirklich brauche. Aber naja, wer weiß, was uns im Addon-Gebiet alles noch erwarten wird. Das sind schon so Ekelviecher. Ah, hier ist auch so, da. Ja. Ich mag die nicht. So, zack. Oh, da hat sich der Sound ein wenig überlappt. Das ist cool. Aber warte mal, da war eine Axt, die mehr Schaden gemacht hat als die, die wir anhaben. Die muss ich inspizieren, aber es ist eine Zweihand-Axt. Na, jawohl. Das ist blöd. Ether-Schaden. Ich brauche keinen Ether-Schaden, Mensch. Hier fällt überhaupt nichts für uns. Okay. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen weiter looten. So, hier ein schönes Kettenhemd. Gift- und Säurewiderstand. Nee. So, hier sind noch mal... Oh, die sehen immer so grässlich aus. Und vor allem, die machen so viel Schaden. Ich habe meinen Finger schon am Anschlag auf den Heiltrank. Da ist übrigens gerade einer gedroppt und direkt in unsere Tasche geplumpst. So, weg mit dir, du Mistvieh. Aha, hier haben wir noch ein bisschen Lore. Hier unten war keiner mehr. Dass ich hatte das in Erinnerung, dass da noch einer war. Aber nun gut, ihr könnt euch das wie immer gerne durchlesen. Das ist noch so viel bis Level Up. So, das war der Abschnitt. Und dann könnt ihr euch den Abschnitt noch zu Gemüte führen. Und den letzten oder die letzten beiden Abschnitte auch noch. Wie gesagt, einfach auf Pause schalten. Und dann solltet ihr das lesen können. So. Nicht zu vergessen, die Auflösung natürlich hochdrehen, damit ihr das auch
entziffern könnt, was da auf dem Bildschirm steht und nicht nur Pixelmatsch seht. So, zack. Weg mit euch. Also diese Fanatiker und so, diese Menschenkreaturen hier, die gehen relativ schnell. Auch ohne Fähigkeit. Aber hier, Parasit der Leere. Weg mit euch. Mistviecher. Guckt euch diese Geschwüre mal an. Ekelhaft. Sehen aus wie so ein paar Krampfadern oder sowas. Keine Ahnung, ey. Aha! Da habe ich nur zufällig hingeklickt und ich wurde belohnt. Die Moral von der Geschichte, zufälliger Klicken. Weiter weiß ich nicht. So, was haben wir hier? Das ist nichts für uns. Das war Gift- und Säurewiderstand. Nein. Chaoswiderstand, guck doch mal an. Hat auch mehr. Warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken. 7% auf alle Schadenstypen, 4% Raffinesse. Das kann sein, dass wir damit sogar noch mehr Schaden machen. 4% Geist, ist okay. Verteidigungsqualität wird hochgesetzt. Ist gut für unsere Verteidigung, logischerweise. 8% Chaoswiderstand. Ach, ich probiere die einfach mal an. So, wir machen jetzt 2190. Ja, wir verlieren 2 Schaden pro Sekunde, aber wir haben 8% mehr Chaoswiderstand. Jawollo. Was haben wir denn hier drauf? Ja, das finde ich aber langweilig. Lass mal schauen, was ich hier noch habe. Konstitution, Rüstung und, keine Ahnung. Blitzwiderstand war das, glaube ich. So, was habe ich hier noch? Nee, das hatten wir ja schon drauf. Total LW. 15 Rüstung ist ja noch langweiliger. Was haben wir hier? Konstitution erhöht die Rüstung um 8%. Das klingt nicht verkehrt. Ja, warte mal, was haben wir hier noch? Das hier, aber das ist unvollständig. Ich bin hier für das hier. Mehr Konstitution. Ja. Sehr schön. Haben wir ein bisschen mehr Leben und somit ein wenig mehr. Ja, wir halten ein wenig mehr aus. Ich habe ein paar Millisekunden mehr Zeit, den Heiltrank zu benutzen. Weg mit euch. Hier, ihr Ekel. Was waren das? Krüge. Irgendwie finde ich alles eklig heute. So. Weg. Kaputt. Oi. Wächter der Tore. Müssen wir den besiegen? Guck mal, der kommt schon hier rüber. Der versucht uns anzugreifen. Nein. Warum ist die KI so schlau, dass der den da rumschickt? Ich will den nicht. Ach, geh doch weg. Was? Na gut, du hast es nicht anders gewollt. Ich bin weg. Ich glaube echt, dass ich den Veteran-Modus hier verlassen werde. Das ist echt hart. Das könnt ihr mal wissen. So, guckt euch das mal an. Das ist abnormal. Ich sterbe jetzt. Guck mal. Gift. Ja, doch. Du sollst es aber tun. Mein Gott, jetzt stell dich doch nicht so an, ey. So, jetzt muss ich aufpassen. Wenn er das Gift wieder versprüht. So. Warte mal, ich versuch mal was. Ist der Insektenschwarm jetzt schon so hoch? Wahrscheinlich nicht. Na, dann hauen wir damit noch ein bisschen drauf. Vielleicht hier noch das Wendigo-Totem. So. Ach, dann halt nicht. Ah, raus aus der Pfütze, Gesundheitstrank nehmen. Ach komm, nerv mich doch nicht. Geh doch mal in das Siegel da rein. Das wäre doch mal toll. Natürlich gehst du da raus aus dem Einflussbereich. Was solltest du auch sonst tun? Vielleicht drin stehen bleiben, damit der Glenn mal gewinnt. Ich mach die Truhe jetzt trotzdem auf. So. Ja, bleib da schön drin stehen. Warum ist der nicht ready? Oh Gott. Nein. Jetzt leech doch, du dummes Ding von Wendigo Totem. Kein Wunder, dass ich hier deinen Skill von der Hose runtergehauen habe. Du bringst überhaupt nichts jetzt. Vielleicht muss ich die Punkte echt mal ein wenig umsetzen. Da habe ich vielleicht nicht die optimalsten Werte. Jawohl, und da ist er down. Natürlich gehe ich noch ins Gift, um zu looten. Das ist mein Leben mir wert. So, gut, da haben wir ihn. Her damit.
Jetzt sind wir wahrscheinlich eh gleich voll. Nee, eigentlich nicht. Wir haben ja noch ein paar Taschen übrig gehabt. Da war es von Zauberschwert. Das gucke ich mir mal an. Wir müssen eine Äxte tragen. So, was haben wir hier? Durchschlagswiderstand. Okay, den haben wir ja auch drauf. Aber hier haben wir 3% mehr auf den neuen. Durchschlagsschaden. 102 Leben. Das ist okay. 4 Konstitution. Wir verlieren ein bisschen Laufgeschwindigkeit. Warte mal. Hier, 2%ige Chance, wenn du durch Nahkampfangriffe getroffen wirst. Ich werde von einer geisterhaften Klinge mit tödlicher Geschwindigkeit umgeben. Das ist cool. Warte mal, Durchschlagsschaden. Mache ich da überhaupt irgendwas in die Richtung? Lass uns mal schauen. 32 nur. Ist jetzt nicht so viel. Ich würde das aber schon fast anziehen wollen. So, haben wir hier noch was? Oh, hier sind überall so alte Gräber oder sowas. Aber ich glaube, das habe ich komplett erkundet, ne? Ja klar, von hier komme ich doch. Hier haben wir auch keinen Geheimgang oder sowas. Ne, den habe ich ja schon gefunden. Naja, aber wo ein Geheimgang ist, können natürlich auch mehrere Geheimgänge sein. Das ist, wäre schon eine nice Sache. So, ist so egal. Ich gehe jetzt auf jeden Fall weiter. Und zwar dahin, wo das Vieh hergekommen ist. Und zwar aus diesem Raum. Tja. Und hier ist ein Abstieg nach unten. Wo sollte ein Abstieg sonst auch hinführen, wenn nicht nach unten? So, weg mit euch. Kaputt. Ich weiß, ich wiederhole mich sehr oft in den Kämpfen mit meinen Ansagen, aber irgendwo ist das Spiel in der Hinsicht doch immer dasselbe, oder nicht? So, letztendlich machen es die kleinen Details, wie dass der Glendon fast am Sterben ist. Außer jetzt, jetzt fühlt er sich relativ sicher. So, jetzt beobachten wir mal einen Insektenschwarm. Nein, tun wir nicht, wir greifen noch mit ein. So, zack, her damit. Wir könnten mal beim Schmied gucken, ob wir vielleicht bessere Komponenten bauen könnten, um noch mehr Schaden zu machen. Ach, guck mal hier. Haha. Was haben wir hier denn? Hallo? Hier muss doch irgendwas sein. Jetzt reicht's aber. Da ist nichts drin. Muss ich die Kamera jetzt mal drehen? Nee, da ist nichts. So, ich drehe die mal wieder zurück. Ich glaube, so war das. Ach, ja je. Macht den Glenwan hier fertig. Ein Geheimversteck gefunden, wo nichts drin ist. Aber der Raum da drin gefällt mir schon wieder gar nicht. Da sind mir zu viele Zeichen auf dem Boden. Da ist eigentlich nur eins, aber das ist groß genug, um mir Angst zu machen. So. Haben wir hier irgendwas? Nö. Wir müssen natürlich aufpassen, wenn wir irgendwelche... Hier, Fackeln. Ich wollte gerade sagen, eine lose Fackel an der Wand sehen. Dann sollten wir das... Eine Steintür öffnet sich in der Nähe. Wo? So, tot. Ah, jetzt sind wir endlich an dem Punkt angekommen. Vielleicht hier. Hier ist zumindest eine prächtige Truhe. Das ist sehr realistisch, dass da was ist. So. Und das ist der Zeitpunkt, wo ich an die Oberfläche muss. Am besten da, wo ein Schmied ist. Natürlich kommst du nur angeschissen, du kleiner Wurm. So. Das heißt, ich stelle hier mal ein Riftgate auf und ich hau ab nach Fort. Da ist kein Schmied, ne? Warte mal. Ich gehe mal gucken. Notfalls müssen wir nach Homestead oder Devil's Crossing. Ist mir eigentlich egal, wohin. So. Haben wir hier einen Schmied? Ich glaube, hier oben, ne? Ne, das war der Bankier. Hier ist der, ja, wie nehmen wir den? Ach, ich habe dich nicht angeklickt. Also wahrscheinlich doch, aber naja. Egal. Ah, wir verkaufen erstmal den Plunder. Weg. Weg. Blitzwiderstand. Da Blutungsschaden war dabei, aber naja. So, das kann weg. Stromschlagschaden, nein. Das sind die falschen Schadensarten. So, wie gesagt, die Stiefel behalte ich mal. Die habe ich ja auch noch, ne? Guck dir erstmal an, ne? 23% physischen Schaden. Okay, die anderen haben 33%. Von daher würde ich sagen, komm, weg. Das liegt so lange bei uns drin. Achso, hier muss ich noch das Ding unterholen. Warte mal. Komm, dann schmeiße ich das auch weg. Der Durchschlagschaden ist es mir nicht wert. Ich will lieber Resistenzen haben. Aber das ist ein schöner Rüstungswert, aber leider mit den falschen
Werten. Ja, sehr schade. So, weg mit denen. Elementarwiderstände. Nein, brauche ich jetzt gerade eher nicht. Ich brauche definitiv Chaoswiderstand. Es hat mir noch keiner in den Kommentaren widersprochen, dass ich Chaoswiderstand brauche. Deswegen denke ich mal, wir brauchen Chaoswiderstand. So. Ihr seid schuld. Nein, seid ihr natürlich nicht. So, warte mal, hier können wir kombinieren. Das heißt, wir können das hier rüberschieben. Was hat das? Ether-Schaden brauchen wir eh nicht. Weg. Weg. Auch nicht schlecht. So, weg. Das heißt, ich kann mir diese Sachen hier eben rüberlegen. Geht sogar auf. Ah, wir haben noch eine Seite. Ach, das muss ich auch noch runterknibbeln. Das kommt weg. Was haben wir hier? Ether-Schaden und so. Nein, weg. Weg. Warte mal, 38 haben wir jetzt gerade auf den. Nee. Auch wenn da Ether-Widerstand drauf war. Oh, das ist nice. Aber wir haben keine Kreaturen, von daher ist das eigentlich ziemlich Bullshit. So, also für uns jetzt. Elementarwiderstand haben wir genug. Weg. Weg. Ach, solche Zeugs hier tragen wir doch eh nicht. So, weg mit dir. Blitzwiderstand. Nein, weg. Das hat eins auf Wendigo-Totem. Sehr cool, aber leider nichts wirklich für uns dabei. Und das packe ich auch mal weg. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch eben die Sachen... Einmal, da müssen wir, glaube ich, eh nach Devil's Crossing. Warte mal, dann gehe ich mal da mal eben schnell hin, weil ich wollte ja noch zum Schmied gucken, ob wir was Cooles aus unseren Komponenten bauen können. Diese Keulen hatten sie auch die letzten Male noch nicht, ne? Oder? Das sieht ziemlich neu aus. Devil's Crossing. Da. Schon fast in Vergessenheit geraten. Na komm, lad schneller. So, warte mal. Erstmal die Komponenten hier wieder befreien von dem Zeug. So, die Komponente hätte ich gerne. Jawohl. Das kann ich wieder irgendwo hin drauf stapeln. Und hier hätte ich auch gerne die Komponente wieder. Yes. So. Und hier haben wir nichts mehr. Sehr schön. Das heißt, wir gehen eben zum Schmied durch, wo ich ja eigentlich auch hin wollte. Wo ist der hier? So, dann guck mal, ob wir irgendwas finden. Hier, Katastrophe klingt cool, aber nee. Ach so, das sind die Relikte. Quatsch, ich... Doch, warte mal. Ah, wir haben keine neuen gefunden, ne? Ich lasse es mal. Physischer Schaden und Wundschaden. Gift- und Säurewiderstand. Hier könnte man natürlich auch gucken, ob wir irgendwie... Rostiges Fell, Durchschlagsschaden, Kältewiderstand, ob wir hier irgendwas finden. Nee. Säureschaden? Nein. Warte mal, Blutungs... Achso, Durchschlagswiderstand und Blutungswiderstand auf Schulter, Brust. Haben wir da noch irgendwas frei? Nee. Jetzt weiß ich eh nicht mehr, was das war. Doch, hier. Nee. Elementar- und Blutungswiderstand. Hier, Chaoswiderstand. Verbessert alle Amulette und Medaillen. Tja, aber irgendwie habe ich schon alles verzaubert. Angriffsqualität. Angriffsqualität. Ich habe überall kochendes Blut drauf. Vielleicht kann ich... was war denn das jetzt? Ich hätte da besser aufpassen sollen. Aber da haben wir eh nicht die Komponenten für. Riftsteine brauchen wir dafür. Warte, müssen wir die erschmieden. Da, Riftstein. Drei Stück. Können wir drei Teile hiervon bauen. Damit könnten wir eins bauen. Warte mal, das mache ich doch gleich mal. Riftstein. So, die müssen wir erstmal hier... Was ist das überhaupt? Ach, kochendes Blut. Die zerstören wir ja eh. So, einmal kombinieren. Wir brauchen drei Stück davon. Jawohl, zack. So, damit haben wir ein ganzes. Und, ach scheiße, da brauchen wir ja schon wieder drei Stück von, ne? Warte mal. Ah, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, wie das heißt, ey. Strahlendes Juwel, Durchschlagsvergeltung, bla, hier. Aber wir brauchen davon auch drei Stück. Ach, das ist doof. Habe ich nicht noch irgendwas anderes? Warte mal, was macht das denn jetzt hier? Alle Schilde, Nebenhände. Chaosschaden. Nein, ich will keinen Chaosschaden machen, Mensch. Was habe ich dann noch hier? Zornstein? Nein.
Nein, Blitzschaden wäre was, wenn wir jetzt unsere Zweihandfähigkeiten ausbauen würden. Warte mal, ist das mit Schildblock? Ja, Mist. Ah, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Da müssen wir wohl noch ein bisschen weiter suchen, was die Items angeht. Da haben wir gerade ein bisschen Pech, beziehungsweise ich. Oder ich habe die richtigen Sachen verkauft und, ja. Egal, ich schaue hier mal weiter. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, ob wir noch genug genug Heiltränke haben. Aber das sieht so aus. So, lass uns die Sachen eben noch anschauen. Bevor ich die Folge beende. Elementarwiderstand, nein. Hier haben wir noch was. Auch nicht. Nein und nochmal nein. Was haben wir hier unten drin? Achso, jetzt machen wir den Raum eben auch noch der Vollständigkeit halber. So. Die lassen ja so einen komischen Zauberstab fallen. Das ist mir völlig egal. So, hier geht's auch nirgendwo lang. Das scheint wohl der Geheimraum. Nee, das ist nicht der Geheimraum. Ha. Das ist komisch. Wo hatten wir denn... Wo ist denn das Tor aufgegangen? Das erschreckt mich doch nicht so. Ja, ihr werdet gepornt. So. So klang das eben für mich. So, ich stelle mich jetzt hier hin. Die Zeit ist auch schon wieder rum für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Grim Dawn. Also, bis dann.